Ein mobiles Impfteam der Stadt Mannheim ist im Caritas-Zentrum Guter Hirte im Ortsteil Schönau unterwegs. Es geht um die vierte Corona-Impfung. Nach Angaben des Sozialministeriums sind in Baden-Württemberg rund 93% der Bewohner und gut 88% der Beschäftigten geimpft. In dieser Einrichtung sind 100% der Mitarbeiter entweder geimpft oder genesen. Darunter die Hauswirtschaftshelferin Martina Conradi. Sie war wegen Allergien selbst zunächst skeptisch. Impfverweigerern rät sie, sich zu informieren. Also ich habe es ja in Kauf genommen, mich da informiert, gelesen, Gesundheitsamt, Arzt im Zentrum, die haben mich gut beraten. Die Immunisierungsquote, sprich Geimpfte und Genesene, liegt bei Caritas Mannheim bei über 98%. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht steht hier dennoch in der Kritik. Es ist so, die Infektion entsteht nicht in den Einrichtungen. Die Infektion kommt von außerhalb der Einrichtung, also eigentlich durch alle, die zum Besuch kommen. Deshalb die Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht und bis dahin die Aussetzung der Impfpflicht für das Pflegepersonal. Wir müssen 24 Stunden rund um die Uhr für die Versorgung sicher sein. Und ich weiß, es gibt Einrichtungen, die pokern. Da sind zum Teil 40-50% nicht immunisiert. Und die sagen, wir sagen dann, die Versorgung ist gefährdet. Wir müssen schließen. Wenn diese Einrichtungen dann die Ausnahme bekommen und unsere Einrichtungen nicht, das wäre der Worst Case. Die ambulante Pflegekraft Cindy Dietrich ist generell gegen die Impfpflicht. Sie ist ungeimpft. Die Mannheimerin besitzt zwar noch einen genesenen Status, von dem aktuellen Impfangebot wird sie aber auch danach keinen Gebrauch machen. Sie betont, keine Impfgegnerin zu sein, ihr fehlen aber die Langzeitstudien. Ja, dazu kommt natürlich auch, dass ich Vorerkrankungen habe und genau deswegen sogar gerade Angst habe, obwohl es im Gegensatz dazu paradoxerweise sogar empfohlen wird. Jetzt habe ich auch schon Corona durchgemacht. Ich weiß, wie sich's anfühlt. Ich habe es überlebt, ja. Und ich persönlich möchte gerne einfach nach dem Grundgesetz 1 und 2, die Würde des Menschen ist unantastbar und die Unversehrtheit des Körpers, das möchte ich gerne weiter in Anspruch nehmen dürfen, dieses Recht. Der 44-Jährigen geht es darum, ihren Körper zu schützen, wie sie sagt. Sie wünscht sich einen klassischen Totimpfstoff. Novavax zählt für sie nicht dazu. Habe ich halt Kontakt zu einer Anwältin für Medizinrecht aufgenommen und die hat mich sehr gut beraten und seitdem gehe ich auch diesen Weg. Ich werde mich jetzt definitiv richtig durchchecken lassen. Am Ende steht dann ein medizinisches Gutachten, in dem festgehalten wird, ob sie geimpft werden darf oder nicht. Eine Frage, die sich Rita Schürmann nicht stellt. Sie arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Theresienkrankenhaus in Mannheim. Sie gibt an, mit der Impfung sich selbst, ihre Familie, ihre Kollegen und natürlich auch die Patienten schützen zu wollen. Dazu veröffentlichte das Robert-Koch-Institut: Darüber hinaus ist die Virusausscheidung bei Personen, die trotz Impfung eine SARS-CoV-2-Infektion haben, kürzer als bei ungeimpften Personen mit SARS-CoV-2-Infektion. In der Summe ist das Risiko, dass Menschen trotz Impfung PCR-positiv werden und das Virus übertragen, unter der Delta-Variante deutlich vermindert. Wie hoch das Transmissionsrisiko unter Omikron ist, kann derzeit noch nicht bestimmt werden. Im Theresienkrankenhaus und Diako liegt die Immunisierungsquote bei rund 99%. Meine direkten Kolleginnen sind alle geimpft. Die allerletzte, die nicht geimpft war, die habe ich überzeugt. Sie hat sich impfen lassen. Ich habe viel geredet, wir haben viel diskutiert. Auf ungeimpfte Kollegen möchte Schürmann dennoch nicht verzichten. Unter anderem müssen sie sich täglich testen. Ich denke, so kann man auch weiterfahren. Mit täglichen Tests, mit Kontrollen, dass meine Kolleginnen, die ungeimpft sind, nicht mehr mit mir zusammenarbeiten dürfen, finde ich nicht richtig. Dieser Sichtweise schließt sich die Pflegedirektorin an, die mit ungeimpften Mitarbeitern im Gespräch bleiben will und... Die andere Ebene ist natürlich, geben wir eine Meldung an das Gesundheitsamt ab, genauso wie vorgesehen. Und dann aber auf der zweiten Ebene in das Gespräch mit dem Gesundheitsamt einzusteigen, um auch hier zu gucken, haben wir nicht Alternativlösungen, die es vielleicht gar nicht so weit kommen lassen bis zu einem Betretungsverbot. Auf den Intensivstationen von Theresienkrankenhaus und Diako ist die Lage den Angaben nach entspannt. Aber der Blick sollte immer Richtung Herbst gerichtet sein. Ein weiterer Corona-Winter wäre eine zu große Belastung für alle. Trotz Omikron ist die Impfung sinnvoll, weil wir nicht wissen, wie ist die nächste Variante. Dieses Virus ist mutationswillig und eine weitere Variante könnte wiederum weniger kontagiös, aber deutlich krankmachender sein.
Ein großes Problem rollt durch die Impfpflicht jetzt auf die Hebammenversorgung im Kreis Bergstraße zu. 23 Hebammen sind ungeimpft. Sollte ein Tätigkeitsverbot erlassen werden, werden rund 670 Frauen den Schätzungen nach in Vor- und Nachsorge unbetreut bleiben. Nur eine Hebamme aus der Region traute sich vor die Kamera und auch nur unerkannt. Sie ist keine Impfgegnerin, wie sie sagt. Sie hat sich aus gesundheitlichen Gründen gegen die Impfung entschieden und sie traut den Impfstoffen nicht. Vor allem ist für mich wichtig, dass es keinen nachhaltigen Fremdschutz gibt. Selbst wenn ich mich dafür entscheide, schütze ich nicht die Schwangeren, die ich betreue. Ich kann sie immer noch infizieren. Und dann gibt es außerdem in meinem ganz persönlich nahen Lebenskontext einen Menschen, der fast gestorben wäre, infolge einer anerkannten Impfnebenwirkung. Die Aussicht, ihren Herzensberuf nicht mehr ausüben zu können, belastet sie sehr. Und ich habe auch Sorge, dass am Ende, wenn ich in der Öffentlichkeit erscheine, das vielleicht Einfluss darauf hat, ob ich weiterarbeiten darf oder nicht, ob ich gesehen werde als Impfgegner, Staatsgegner oder Ähnliches. Und so sehe ich mich nicht. Ich habe in den vergangenen Wochen mit einigen Menschen gesprochen, die ungeimpft sind und sich nicht trauen, das in der Öffentlichkeit zu sagen, so wie die eben gesehene Hebamme, aus Angst vor Stigmatisierung. Auch das ist Teil der Debatte und wir als Gesellschaft müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir diese Menschen nicht verlieren und weiterhin Brücken bauen.